Humboldt geht aufs Ganze. Eins war Reisen der Sinn. Verglühte Antworten, eben waren sie noch da. Auf der Suche nach dem Tegeler Vlies. Ergrabene Pflanzen in Schächten, Stein oder nicht Stein, das ist hier die Frage. Wer fragt sie? Der rhodische Genius? Oder Kisten mit Blättern, Blüten, Samen, verschiffte Geburts- und Sterberaten, der Bartwuchs der Mexikaner? Alles kodiert im hyperaktiven Begriff von Anschauung, in Tableauphysik, ihren Farbverschiedenheiten bei obsessivem Vermessungsdrang. Aimé, immer im Schlepptau, andächtig die Vibration der Baumblätter betrachtend oder eingegraben bis zum Hals gegen Moskitos unter botanischen Nächten sterbensklar. 2. Jahrlang ohne Dusche, Aircondition und Netz. Nur Träger folgen durch grünen Schwachsinn und weiter. An Füßen faulende Stiefel. Umflort von Insekten, durch Schneewind wüstendes Schlamm. Vermaß, wofür die alten Griechen kein Wort kannten, das reine, das bedrohliche, erbarmungslose Blau. Obwohl der Himmel es nur vortäuscht, wie alles Echte ist es auch falsch, ein Schein, wie jener dünne Film vitaler Phänomene zwischen Magma und Stratosphäre, zwischen End und Weder. Isothermen und Isobaren taten ihre Schuldigkeit. 3. Das Stichwort war wohl Alex, ließ ich bäuchlings auf dem Bett. Seh Königspalmen, Haar bei beinahe nacktem indigenen Jüngling, fast athletisch, in einer Landschaft, Setting tropisch. Humboldt, mir abgewandt, trägt Straßenanzug, blaue, gestreifte Röhrenhose. Er zeigt nach rechts, die Geste überdeutlich, zu einer Gruppe kleinerer Hügel, aus deren Kuppeln brodelt's in der Farbe verdünnter Milch, sanftes Kolorit des Stichs, zärtliches Stöhnen von zartem Grün, Geruch nach Kräutern, Schwefel, stramme Gewächse im Vordergrund, wohl Farne, Diefenbachchen, fernher lockerer Dschungel, Laubgehölze, Wiesen, den Zeigefinger ausgestreckt, scheint H. dem Jüngling mitzuteilen. Ich weiß, dass nichts dahinter ist. Wäre dort etwas, würde ich es sehen. Das war bei Tobacco. 4. Spukt's in Tegel? Unterm blechernen Himmel Berlins die Gräber. Bei Koniferen, ähnlich den Koniferen in großen Höhen Mexikos, südwestlich von Zacatecas, Bleiglanz, Weißbleierz, gelbe, schwarze und braune Blende, Kupfer- und Schwefelkies, Magnet-Eisenstein, Kupferlasur, Malachit, ferner Silberschwärze, Hornerz, in größerer Tiefe etwas weniges gediegen Gold. Gold? Exkrement der Götter, sagten die Azteken. Sprach kein Zapotekisch, doch Französisch, wie früher aller Adel. In der Maske der Kakerlake aus gutem Hause drückt er dem Preußenkönig souverän ein Platinkorn aufs Auge, echt neuspanisch, kriegt dafür weitere Jahre Hotel Lutetia. U-Bahnhof Tegel. Sonntags beim alten Fritz vorbei und spitzweghaft entlang spaziert am Vlies, in seinem Randbereich, älteste Spuren von Menschen im Berliner Raum, Gelände sumpfig, steinzeitliche Jäger
jagten hier Rentiere, reich die Flora heut noch, Laichkräuter, Wassersterne, Mädesüß und Dost, nur einen Steinwurf weit von Tegel Schloss und Park und seinen Weiden, Wiesen, Spielgeländen. Er dachte holistisch, schellingsch, kantisch, entdeckerisch, was für ihn galt, galt für den Bruder. Sprache sei nicht Mittel, die schon erkannte Wahrheit darzustellen, sondern die vorher Unerkannte zu entdecken. Anders gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann. 5. War Reisen der Sinn? Fragt sich die Daguerreotypie von 1847. Der kleine Apotheker vergreist zum Kosmosfossil in schwarzem Gehrock, Halsbinde weiß, korrekt von Jugend an noch auf der höchsten Plattform einer Pyramide. Wirr das Haar wie eh, nur schütter. Schau mal, Humboldt auf Erdumlaufbahn. In melancholischer Verschlossenheit verschiedener Vegetationsformen. Was dachten diese Tiere, Pflanzen, als er sie sammelte, auf Listen und in Kisten packte, gepresste Blätter, Blüten, zeitlose Zellen, nun selbst gepresst auf dieser Platte, lichtempfindlich, mitsamt den Jahren in Paris, den heißen Nächten, Frühstück im Prokop, den grünen, metallenen Stühlchen im Luxemburg.